Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 146 von Aborion. Ja, wir haben dieses Schiff hier unterwegs, haben letztes Mal noch ein paar Waffen eingekauft. Da wollten wir mal gucken, dass wir da vielleicht die eine oder andere vielleicht auch einbauen. Und ja, sonst wüsste ich jetzt auch gerade nicht, was wir machen. Aber wir können dann nochmal schauen, dass wir vielleicht irgendwie diesen Wurmgenerator uns mal angucken, ne? Alles klar, nach dem Intro geht's weiter. So, dann schauen wir mal, ne? Wir hatten Waffen eingekauft, die wir hier finden werden. Und Seltenheit ist schon ausgewählt. Aber jetzt ist es richtig. Wir haben mehr exotisch. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn überhaupt drauf? Ist ja alles hier vorne, ne? Und können wir noch mehr einbauen? Ist die nächste Frage, ne? Exotisch noch nicht. Reichweite 18, Schaden 229. Das hört sich doch schon mal gut an, ne? Kann man das da hinbauen? Nicht genug Slots für Bündner Geschütztürme. Ein Geschützkontrollsystem, um die Anzahl an verfügbaren Slots zu erhöhen. Ach so, ja. Dann brauchen wir das ja gar nicht probieren erstmal. Wir müssten gucken, dass wir das irgendwie weiter hinkriegen dann mit den Slots, ne? Das sieht schon krass aus, was da drauf ist, ne? Okay, ne, doch, das wollte ich. Was haben wir denn hier für Werte? Autozielen 0 von 21 Autozielen Slots benutzt, okay. Das können wir hier so umbenennen. Was ist das hier? Ja, verstehe ich jetzt nicht. Steht auch leider nichts. Rechte Maustaste mehr Optionen. Ah, da kann man das einzeln machen, okay. Oder ersetzen. Lassen wir da erstmal. Gehen aus dem Baumenü raus. Und schauen uns mal gerade an. Missionen. Der Abenteurer hat Gerüchte über seltsame gefährliche Satelliten gehört. Er möchte, dass du sie zerstörst. Bewege dich in Richtung der Barriere und warte auf weitere Informationen. Okay. Die Forschung erforscht ein Artefakt. Erledigt, liest die Mail des Abenteuers. Sammle drei legendäre Subsysteme, die keine Xotan-Artefakte sind. Okay, Operation Exodus. Der mysteriöse Nachrichten an alle Teilnehmer der sogenannten Operation Exodus aussendet. Nachrichten haben wir da schon gesammelt. Learn how to use fighters. A complete guide by your friend Kidolilam the Adventurer. Kaufe drei Bergbaujäger. Vielleicht können wir das noch machen. Wir waren noch hier am Ausrüstungsdock, ne, oder? Ausrüstungsdock, da. Dann können wir doch auch gerade drei Jäger kaufen. Sind wir schon gedockt? Nein. Bergbaujäger hat er gesagt, ne? So, jetzt sind wir gedockt. Interagieren wir gerade. Ausrüstung, Raumjäger, drei Bergbaujäger. Gibt's nur die? Eins, zwei, drei. Mission aktualisiert. Befehligen von Jägern. Tappt Mission anpinnen. Machen wir da erstmal. Sammle 2500 Trinium mit Jägern. Okay. Und was steht da oben jetzt? Transporterblock plus Seltenes oder höher Transporter Software Subsystem. Okay. Das bedeutet, wir gehen hier rein. Und schauen mal, ob wir ein Transporter-System finden. Ziviles Geschütz und unbewaffnete Geschütze. Nee, die wollen wir nicht. Energie zu Schildumwandler. Hydra. Raumjägerstaffeln. Befestigungsstaffeln nicht aktiv. Ja, die nehme ich schon mal mit. Gibt es zweimal? Nehmen wir sie zweimal mit.
VIWD. Ja, das, was ich haben wollte, haben sie wohl gerade nicht da, ne? Oh, Lasergeschützturm. Energie, aber Strom ist immer schwierig. Physisch, das ist schon was eher. Reichweite 3 ist natürlich nicht so bringen, aber DPS 168. Schaden 11,9. Müsste man überlegen. Hier ist doch was Ordentliches, ne? Das kaufen wir. Oh, 4 Minuten, oder müssen wir uns beeilen? Mehr Schaden gegen Raumjäger-Torpedos, okay. Zielklasse Doppel, ne, das sind alles jetzt hier nicht so die Sachen. Raumjäger, Mannschaftstransporter, war das damit gemeint? Nein, ne, ein Transporter ist jetzt nicht das Teil, oder? Aber wir können ja mal einen kaufen. Aber da ist das nicht weggegangen, hat also nichts damit zu tun. Hier ist jetzt auch nichts. Torpedos ist klar, nee. Da sind wir da erstmal durch. Dein Schiff hat Mannschaftstransport, aber keine Angriffstruppen. Um ein Schiff zu entfernen, musst du Angriffstruppen an oder an. Ach, dafür ist der Mannschaftstransporter, okay. Okay, habe ich gelesen. Oh, jetzt erstmal nicht mehr. Was haben wir denn jetzt hier? Staffel 1, neue Staffel. Staffel 2, neue Staffel. Staffel 3, New Squad. Übersetzungsfehler. Schiff, Crew, Subsystem. Aber wir haben das bestimmt nicht, oder? TR-Bergbausysteme, Bergbausysteme, Geschützkontrollsysteme, Scannerbooster, Geschützkontrollsysteme, Geschützkontrollsysteme, Schnellladebatterie, Geschützkontrollsystem, Bergbausubsystem. Schutzkontrollsystem, vierköpfige Hydra, das war das für die extra Staffeln. Aber das brauchten wir jetzt hier nicht, weil irgend so ein Teil das hier kann. Bergbausubsysteme, C19, Handelssystem, Hyperraumverstärker, Traktorstrahlupgrade. Okay, dreiköpfige Hydra, fünfköpfige Hydra und dreiköpfige Hydra. Raumjäger Staffel 1 dazu, hier unten Raumjäger Staffel 2 dazu. Und da auch, wenn man es einbaut. Aber hier hat man schon 1 und plus 2, das sind dann 3, ne? Haben wir denn sowas hier? Was ist das? Hyperraum Überlader, okay. Nee, ich glaube. Ja, Rechenleistung. Vergrößere dein Schiff mit funktionalen Blöcken, um mehr Rechenleistung zu erwarten. Ja, okay, wisst schon, was ich meine. Jetzt müssten wir mal gucken. Wenn ich die Rechenleistung hier erhöhe, könnte ich ja noch mehr kriegen, ne? Das bedeutet, wir könnten ja jetzt auch, gibt's ja auch in Naonit den Kern, oder? Das, jetzt nicht so direkt. Flugschreiber, Produktion, wo war der Kern? Da, ne, Doc. Aber warte, es muss doch auch einen Transporterblock geben dann, oder? Flugschreiber, Produktion, Torpedorampe, Torpedolau. Schildgenerator, Licht, Solarpanel. Klonkapseln gibt's da nicht. Akademie, Transporter. Diesem nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Das bedeutet, Ogrit, oder was ist das hier? Sanonit hat erst den Transporterstein. Okay, das bedeutet, den kriegen wir hier definitiv jetzt nicht gekauft. Das heißt, diese Mission ist dann etwas schwieriger, den müssten wir dann schon am Rande der Barriere wahrscheinlich machen. Ich würde aber trotzdem gerne schauen, dass wir vielleicht hier nochmal reingehen und dann nochmal gucken, dass wir. Machen wir das Namen nicht jetzt hier. Hyperraumkern, ne? Ich würde gerne noch den Computerkern verstärken.
Hatte ich das hier schon? Ich glaube ja, ne? Wo ist denn das Ding? Gibt's gar nicht hier. Panzerung, Hangar, Computerkern gibt es auch in Naonit nicht. Nur in Trinitum. Ja, schade, ne? Hier ist er, aber das. Da müsste ich jetzt mal gucken, ne, wie weit ich den noch ausbauen kann. Wenn ich den jetzt kopiere, ne? Steuerung C, Steuerung V und dann den Computerkern auswähle, dann ist es riesengroß. 9000, 7000 haben wir. Das ist die Frage. Ich könnte den ja auch mittig bauen, wenn, ne? Doch, so ist richtig. Dann kann man ihn mit verkleinern. Naja. Ich könnte den ja jetzt hier mal so hinbauen. So mitten rein, oder? Fasst sich so an, okay. Zu viel. Das würde gehen. So könnte ich ihn noch anpassen. Soll ich den mal so da reinbauen? Dreitausend, komm, zack. Hat's da was gebracht? Das ist die Frage, ne? Nö, ist nichts frei geworden. Also, das war umsonst. Das bedeutet, dass wir hier definitiv nicht weiterkommen. Wir müssen erstmal schauen. Haben wir Bergbauleser hier dran? Das ist die Frage, ne? Ne, da wollte ich gar nicht. Da wollte ich. Das sind alles Abwracker. Das ist hier so eine Verteidigungsgeschichte. Wir haben ja gar nichts mit Bergbaulesern dran, ja, jetzt gerade, ne? Das heißt, wir müssen über die Karte schauen, dass wir nächstes Mal hier irgendwo einen hinkriegen, der näher Zentrum kommt und Trinium uns abbaut. Ne? Das müssen wir uns nächstes Mal angucken. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.